diesen Schlussworten schalten wir rüber zu Brian, wo es um ein ähnliches Thema geht. Daten sind auch dort wichtig, aber vor allem als Quelle, damit man danach die Intelligenz, die künstliche Intelligenz drüber laufen lassen kann. Brian. Ja, merci vielmals, Miriam. Sehr spannend war bei euch oben und auch bei uns wird es jetzt sehr spannend. Wir wissen, Digitalisierung, die ist ein weites Feld, aber nicht wie der Vater von Effi Briest im Roman von Theodor Fontane, wenn wir das lassen, sondern wir wollen das weite Feld, das wollen wir eben erforschen. Und jetzt geht es um ein Thema, das bisher noch nicht gross beleuchtet wurde im Rahmen der Digitaltage, aber das doch vielen Leuten extrem bewusst ist und irgendwie auch ein bisschen Sorgen macht. Es geht um künstliche Intelligenz, KI kurz, oder AI, eine Abkürzung, wo viele Leute das Gefühl haben, oh Achtung, jetzt kommt ein Roboter und nimmt mir meinen Job weg oder ich kann gar nichts mehr machen, ich sitze einfach nur noch daheim und wir werden von Robotern dominiert. Da gibt es ja einige Hollywood-Filme, wo die Ängste definitiv rauskommen. Aber wir sind uns einig und auch mein Gast oder meine Person, die bei mir ist heute, die ist sich auch einig mit mir, es sind nicht nur Gefahren. Und zwar ist Nathalie Buchgenau, Leiterin Human Development und Mitglied der Geschäftsleitung von Mobiliar, die da ist. Herzlich willkommen, Frau Buchgenau. Danke. Und Frau Buchgenau, ihr werdet jetzt ein Input-Referat haben, was wirklich darum geht, KI, da muss man gar nicht so Angst haben, oder? Ja, eben, ich glaube auch. Also ich habe sicher nicht die Wahrheit, aber ich bin sicher, dass wir haben viel auszunutzen. Heute probiere ich auf die schwierige Frage zu antworten. Künstliche Intelligenz als Jobkiller. Dafür möchte ich eher auf zwei Fragen antworten. Wird die künstliche Intelligenz unseren Job killen? Ich sage ja für einen großen Teil. Wird die KI unsere heutigen Mitarbeitenden ersetzen? Sage ich nein und definitiv. Dafür möchte ich erklären, was kann die KI heute? Und KI kann heute die Interaktion zwischen Systemen erleichtern, Daten sortieren, wiederholende Aufgaben übernehmen oder auch neue Probleme lösen, die durch die Digitalisierung entstehen. Aber was KI kann nicht, ist sicher kein Soft Skills wie Sympathie, Ausstrahlung, Teamfit oder Kulturmatch einschätzen, kann sicher auch nicht interpretieren, Konsequenz ausziehen und Entscheidung treffen. Ich möchte euch kurz zwei Beispiele aus der Mobiliar illustrieren, wie wir nutzen den KI und wie es hilft unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die Mobiliar steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. In der Vergangenheit hatte unseren Mitarbeitenden die Kunden befragt, Formular ausgefüllt, im System erfasst und probiert, mit dem Daten aussortiert. Heute nutzen wir die künstliche Intelligenz dafür. Wir bekommen ca. 60.000 bis 80.000 Kundenrückmeldungen pro Jahr und die KI hilft uns, diese Fragenbogen aussortieren, inklusive qualitative Antwort. KI kann nicht diese Ergebnisse interpretieren und die geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit beschließen. Ein zweites Beispiel ist sicher in der Rekrutierung. Wir nutzen sehr viel dem KI. Im Bewerbungsmanagement, wir nennen CV-Parser, überträgt alle Daten von allen Curriculum-Vitae von den Dossiers, die wir bekommen, direkt automatisch im System. Der Algorithmus kann den Text verstehen und wir können auch sogar die Dossiers aussortieren für uns. Oder auf LinkedIn, Recruiter, es gibt uns den besten Matching zwischen dem gesuchten Profil und den möglichen Kandidaten. Oder auf Programmatic Job Advertising. Vorher in der Vergangenheit hatten wir unseren Stelleninserat in die Zeitung publiziert und gehofft, dass den richtigen Personen liest das am richtigen Zeit. Heute KI sendet auf den Webseite die Stelleninserat auf den richtigen Zielgruppe, weil wir suchen nicht dem gleichen Revisor auf dem gleichen Webseite einen Revisor oder einen Informatiker. Aber KI kann nicht den bestpassenden Kandidaten herausfiltern. Da brauchen wir weiterhin Menschen, die können diesen Soft Skills wie dem Teamfit, dem Kulturmatch, unseren Werte eben einschätzen kann.
Also da glaube ich, wir sind wirklich im Zentrum von den Fragen. Für mich, meine Fazit wäre, trotz aller Digitalisierung ist festzuhalten, der Mensch bleibt im Zentrum. Wiederholende Aufgaben, Erfassung, administrative, einfache Aufgaben werden durch KI einfach ersetzt. Das ist sicher. Aber die Industrialisierung hat uns auch Aufgaben automatisiert. Aber ich habe das Gefühl, die hat noch mehr den Mensch ausgenutzt. Im Gegenteil, braucht die Digitalisierung immer weniger individuelle Aufgaben, aber dafür viel mehr interdisziplinäre Teamarbeit und Vernetzung. Und das nennen wir kollektive Intelligenz. Und KI ist noch ein Teil davon. Ich bin überzeugt, KI wird einen wichtigen Beitrag in Zukunft an dem Teamarbeit. Merci vielmals, Frau Buchgenau. Extrem spannend, wie ihr das schon anwendet beim Mobiliar. Das ist ja eine der grösseren Firmen in der Schweiz. Habt ihr dort das Gefühl gehabt, am Anfang, die Hemmschwelle bei den Mitarbeitenden war gross gewesen, wo man gemerkt hat, oder wo sie haben gemerkt, es kommt künstliche Intelligenz ins Spiel? Ja, ich glaube, am Anfang ist immer eine Angst und da müssen wir in Kauf nehmen. Wir müssen viel Vertrauen geben, dass es geht nicht um ihren Job, aber die müssen mit der KI auch mitmachen. Und da, wir haben schöne Beispiele auch im Schaden, dass sie merken sofort, dass die KI bringt eine Antwort direkt. Die müssen nicht immer alle Informationen suchen und es hilft in ihrer Arbeit. Und sobald die haben das verstanden, es geht sehr schnell und viel einfacher. Ihr seid ja in der Versicherungsbranche tätig. Da habt ihr jetzt ein paar wirklich schöne, konkrete Beispiele angezeigt, wo es wirklich möglich ist, mit KI effizienter zu werden. Gibt es andere Branchen, die ihr findet, in 15 Jahren, die sind auch extreme Anwender von KI? Oder gibt es sogar Branchen, die ihr findet, KI wird dort nie irgendwie ankommen? Ich glaube, das geht nicht um in einer Branche. Wenn ich sehe, zum Beispiel, mein Mann arbeitet in einem Altersheim und ich glaube, Menschen werden weiterhin anderen Menschen pflegen, begleiten. Aber KI kann auch dort helfen, um die Gesundheit der Patienten oder den Personen zu messen oder dem Medikament am richtigen Zeitpunkt für den richtigen Person nehmen oder schauen, wie, was er braucht heute zu unterstützen. Glaube ich, da ist auch eine Hilfe möglich. Es geht nicht um Branche, es geht mehr um eine Unterstützung in den Alltag, glaube ich. Also wenn ich euch richtig verstehe, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, dann ist für euch die Zukunft vom Mensch und von KI nicht das Gegeneinander, sondern eigentlich ein Miteinander, ja. Hand in Hand. Ja, ich bin überzeugt, das ist Miteinander. Also heute, wenn wir sehen, ich nutze Spotify, YouTube, Google. Google hat uns so viel geholfen, wenn ich denke, im Anfang 90, als ich meine erste Erfahrung auf Internet, du musstest irgendetwas suchen mit Yahoo, Google, wir stellen eine Frage und viele Algorithmen finden uns eine Antwort. Nachher bleibt bei uns die Verantwortung, die richtige Antwort zu finden. Das ist noch etwas anderes. Vorhin haben wir oben gehört bei Miriam mit dem spannenden Panel das Thema Daten, once only, und auch ein bisschen angeschnitten worden, Datensicherheit. Im Rahmen von KI, oder, da geht es um Daten, Verarbeitung von Daten, ist auch vielfach so ein bisschen Skepsis, nicht nur wegen dem Job, den man verlieren kann, sondern auch wegen den Daten, die man wie aufgibt. Habt ihr das schon konkret erlebt bei euren Mitarbeitenden, dass dort ohne Angst rum ist? Nein, ich kann nicht sagen in den Alltag, dass wir haben Angst, aber für die Mobiliar ist eine große Herausforderung, den Datenschutz und sicherzustellen, diesen Datenschutz. Und, weil für mich Daten sind, wie wir behandeln diese Daten, ist die Basis von dem Vertrauen. Und das ist sicher eine große Herausforderung für die Unternehmen, aber ich glaube auch für die Länder, weil das ist fast ein globales Problem, wenn wir nehmen diesem Cloud und wo stehen die Daten. Also glaube ich, das wird in den nächsten Jahren uns sicher beschäftigt. Ja. Aber ja, wir reden von Herausforderungen, von Challenges, das ist immer auch positiv. Wenn wir es jetzt ein bisschen negativer formulieren, sind es eben auch Gefahren. Ja. Wie geht man mit dem um? Oder was sind für euch, sagen wir es mal konkret, die grössten potenziellen Gefahren von KI? Ist es der Roboter, wo die Menschheit unterwirft? Oder sind es viel kleinere, konkretere Sachen? Also für mich persönlich, ich sehe die Gefahr, dass wir sagen auf Französisch, une limitation,
eine Begrenzung. Weil wenn ich sehe Spotify zum Beispiel, erschlägt mir immer die Neuigkeit in meinen Stil von Musik. Aber vielleicht möchte ich etwas anderes entdecken. Und der Algorithmus kann das noch nicht. Ich merke das bei Spotify, bei YouTube oder so, wenn ich nütze etwas. Es schlägt mir immer vor, was ich irgendwie kenne oder in meinem. Und was ist wichtig, ist die Offenheit, die Neugier und diese Veränderung, Lust, das zu gehen. Und KI hilft uns hier nicht, weil sie bringt immer das Gleiche. Und das ist für mich meine größte Angst, wenn ich das so sage. Also die Menschlichkeit, wie soll ich sagen, der gewundert Interesse, vielleicht auch die Imaginationskraft, Kreativität, also Kreativität. Emotionen, ja. Genau, die wird nie ersetzt, sagen dir durch KI. Wie ist es eigentlich so jetzt eben bei euch und bei den Mitarbeitenden? Tut ihr das aktiv schulen, den Umgang mit KI? Oder passiert das einfach im Rahmen von Prozessen? Oder gibt es da wirklich, sage ich mal, einzelne KI-Days? Oder wie funktioniert das? Ja, also wir investieren sehr, sehr viel. Weil die Basis ist, das Vertrauen der Mitarbeitenden zu behalten. Es bedeutet, wir machen Schulung, wir erklären, was ist KI. Wir integrieren sie in den Projekten mit dem KI-Entwicklung, damit sie mitdenken, mitmachen. Deshalb spreche ich von interdisziplinären Team, wo Informatiker mit Businessleuten sprechen über die Bedürfnisse und gemeinsam Lösungen auf Basis von KI finden. Also wir haben verschiedene Programme in den Projekten, in den Schulungen und wir sprechen. Und mit der ersten Erfahrung und Pilot, es hilft die anderen Mitarbeiter besser, das zu verstehen. Und für euch jetzt persönlich, aber der hat vorhin schon angesprochen, aber gibt es für euch persönlich Ängste, wo vielleicht weitergehen, als dass Spotify nicht weiss, was ihr für Musik hören wollt? Gibt es für euch auch, als Nathalie Buchgenau, in der Geschäftsleitung von Mobiliar, irgendetwas, das euch auch ein bisschen beschäftigt? Ich habe für mich meine größte Angst in dem Mensch, dass sie blockieren und das nicht akzeptiert und mitdenken und bleiben auf ihre, ich sage, altmodische Denkenprozesse, weil ich sehe zum Beispiel, mein Sohn, er hat ein Startup mit Algorithmen und einer Plattform und ich sehe das Potenzial, aber ich sehe auch die Schwierigkeit in diesen großen Unternehmen, diese Idee zu bringen, zum Beispiel für ihn und das zu verkaufen, weil es zwingt uns, unseren Geschäftsmodell neu zu definieren und oft haben wir nicht genug Offenheit dafür. Also meine größte Angst ist in dem Mensch und nicht in den KI. Und wie tut man sich, sage ich mal, schützen konkret vor KI? Ich rede da von Deepfake zum Beispiel, wo ja auf Algorithmen basiert. Könnte ja auch beim Mobiliar zum Beispiel vorkommen, dass ein Stimmenimitator KI anruft und sagt, hallo, ich bin Nathalie Buchgenau, ich muss eine Überweisung haben von 250'000 Franken. Wie kann man sich schützen gegen so etwas? Wieder ist der Mensch. Also wir müssen auch immer aufpassen, als was wir machen und wie gehen wir mit diesen Ergebnissen vom KI eigentlich. Und das bleibt in unserer Verantwortung. Nicht alles zu glauben, aber KI hilft uns, Daten- und faktenbasiert zu entscheiden. Und das hilft. Es hilft uns, aber wir müssen auch die Zeit nehmen und die Verantwortung, um weiterhin den Entscheid und was es hilft, was wir wollen erreichen. Und wir sollten den Lead behalten dafür. Frau Buchgenau, wir sind am Schluss des Gesprächs. Als Abschluss möchte ich euch fragen, wenn wir uns in 5 Jahren noch einmal treffen, habe ich vielleicht ein weniger Haar. Aber was ist passiert denn beim Mobiliar, aber auch vielleicht mal auf einer globalen Ebene, was KI betrifft? Was denkt ihr? Über was reden wir denn? Also, wie gesagt, ich habe sicher nicht die Wahrheit, aber für mich, ich hoffe es, dass wir nutzen noch viel mehr KI, dass wir viel mehr in diesen datenbasierten Geschäftsentwicklung. Ich glaube viel an den Plattformökonomie oder E-Ökonomie, wo wir diese digitale Kundenschnittstelle noch verbessern können, damit wir den Bedürfnissen der Kunden noch viel mehr antizipieren und wirklich unseren Geschäft weiterentwickeln können. Dann wünschen wir euch viel Glück, gutes Gelingen bei dem. Es ist ein sehr, sehr spannendes Feld.